Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Roblox-Spiel erstellt, Part 2. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an, ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Teil 1 ist jetzt schon etwa 3, fast 4 Monate her und ich habe gesagt, bei 300 Likes mache ich Part 2 und wir haben die 300 Likes erreicht. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben. Ich habe mir das Video eben nochmal angeguckt und habe gesehen, dass ich Notizen gemacht habe, was alles in Part 2 kommen wird. Und ich habe alles vergessen, Leute. Aber wir gehen da erstmal durch. Was beim letzten Mal noch nicht dabei war, aber ich beim letzten Mal schon vorbereitet habe, ist dieses GUI hier oben, dass ihr einfach, ich mach mal hier das an, dass ihr einfach euch zur nächsten Stage teleportieren könnt, weiter, 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 zurück, 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 zum Ende, zum Anfang, dass das alles funktioniert. So, ihr seht, das GUI hier funktioniert. Das habe ich schon beim letzten Mal gemacht. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie das geht. Vorher möchte ich aber noch ein paar Kleinigkeiten an den alten Scripts verbessern, die mir eben noch so aufgefallen sind. Angefangen mit dem Spieler-Script. Im Spieler-Script haben wir, wenn wir hier runter scrollen, Player Edit Connected und Player Removing Connected. Und Player Edit und Player Removing sind nicht 100% zuverlässig. Player Edit schon, aber wenn ihr im Studio testet, manchmal nicht. Dementsprechend sollte man, bevor man Player Edit Connected, auch einmal durch alle vorhandenen Spieler durchloopen und die Player Edit Funktion für die ausführen. Und für Player Removing haben wir hier im Datenmanager ja schon Collection Service Get Instance Removed Signal anstelle von Player Removing. Also gehe ich einmal hier hin, paste das rein. Den Collection Service gibt es hier oben nicht, deswegen scroll ich einmal nach ganz oben, gehe dann hier noch hin und sage Local Collection ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Collection Service. Und dann kopiere ich mir einfach das Connect hier komplett raus und paste es komplett hier rein. Und dann wäre es das auch schon. Jetzt haben wir Player Edit und Player Removing etwas zuverlässiger gemacht. Was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, ist, dass wir hier bei Player Edit einmal Obby Modul Get Stage callen, um einmal alle Daten zu setzen. Und ich habe im Edit reingeschrieben, dass der Schnitt-Conny weiß, an welcher Stelle das noch fehlen kann und dass ich euch in Part 2 den Fix dafür sagen werde. Aber ich weiß nicht, wo es jetzt fehlen kann. Ich habe es vergessen, Leute. Vielleicht fällt es mir während des Videos wieder ein. Und hier im Obby-Modul gibt es viele Stellen, wo ich eigentlich vorher noch hätte escapen müssen. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich wollte den Code nicht unendlich groß schreiben und nicht für jede einzelne kleine Situation vorsorgen. Aber das ist mir halt beim Neuanschauen aufgefallen, dass ich heute dann doch schon wieder ein bisschen mehr vorgesorgt hätte als damals. Wie zum Beispiel bei Lowest Part Position of Stage. Das können wir ja hier bei Next Stage und Last Stage gar nicht wissen, ob wir die Current Stage Number überhaupt gekriegt haben. Und hätten hier einmal noch sagen müssen, if not Current Stage Number, then return end. Weil dann können wir einfach nichts returnen. Dann gab es einen Fehler. Ich mache hier nochmal so ein Enter rein. Gut, jetzt wo wir uns das angeguckt haben, werde ich euch natürlich zeigen, wie machen wir dieses GUI hier. Das habe ich ja schon vorbereitet. Wir gucken einmal in Starter GUI rein. Hier seht ihr das TP GUI. Das besteht aus einem Frame. In dem Frame befinden sich einfach nur die Buttons Anfang, Ende, weiter und zurück. Und die müssen in meinem Fall dann auch genauso heißen. In den Buttons ist gar nichts mehr drin, außer halt diese ganzen Sachen, dass die responsive gescaled werden. Wenn wir uns das jetzt einmal auf einem anderen Gerät angucken, wird das hier richtig gescaled und das wird auch richtig gescaled und das wird auch richtig gescaled und darum geht es uns hier. Wie man GUI scaled, habe ich in einem anderen Video mal gezeigt, das ist jetzt oben auf dem i verlinkt und hier ist das Obby TP GUI Script. Hier gehen wir einfach mal rein und sehen, ich habe hier gar nicht mal so viel geschrieben. Wir holen uns einmal die Umgebung, das heißt den TP GUI Frame, Script.parent, dann die Remote Events, die wir hier im Spieler Script auch erstellt haben. Und ganz im Ernst, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das Skip-Remote-Event verwenden werde. Ganz im Ernst, wir brauchen das nicht. Das Skip-Remote-Event lösche ich hier raus. Die Skip-Remote-Event-Connection hier werde ich auch löschen. Und auch Skip-Request werde ich löschen. So, die brauchen wir nicht. Und können dann hier auch sagen, jo, löschen. Das heißt, wir gucken einfach nur in den Replicated Storage, ob es dort eine Teleport-Request gibt. Ihr könntet, um sicher zu gehen, es kann ja sein, dass das Replicated Storage von euch umbenannt wurde vorher noch, Local RS ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Replicated Storage schreiben und dann hier natürlich einfach nur RS Doppelpunkt Find for Schalt schreiben. Ist einfach der sicherere Code. Wir holen uns die aktuellen Leader Stats über Game.Players, Local Player, Find First Child Leader Stats. Vielleicht müsstet ihr auch Raid for Child machen, um sicherer zu machen. Dann den Stages Folder, was einfach nur hier der Folder mit den Stages ist. Und dann holen wir uns die Buttons, die sich in dem GUI befinden, indem wir ein Table namens Buttons erstellen. Dann eine Variable erstellen namens MaxStage, die setzen wir auf 1. Dann loopen wir einmal durch den Stages Folder durch, durch alle Stages. Checken einmal, ob die Stage auch zu einer Nummer unkonvertierbar ist, was sie ja sein sollte. Dafür haben wir hier gesorgt. Und wenn die Nummer größer ist als unsere Max-Stage,
Dann wird die Max-Stage zu der Nummer gesetzt, um halt wirklich zu wissen, was die höchste Stage ist, die möglich ist. Hier unten loopen wir noch einmal durch alles, was in dem TP-GUI-Frame ist, durch und checken einmal, wenn der Button kein GUI-Button ist, dann continuen wir. Falls ein GUI-Button ist, wird er zu dem Buttons-Table hinzugefügt und zu ihm wird dann connected-button.activated-connect-function Button aktiviert und die Button aktiviert Funktion nimmt den Button-Namen rein, bei dem ich jetzt hier einmal Lua gesagt habe, der Buttonname kann nur Anfang, Zurück, Weiter oder Ende sein, weil das die Bedingung von der Funktion ist, die ich euch gleich erklären werde. Weil, wir sehen ja hier auch im GUI, es gibt nur Anfang, Ende, Weiter oder Zurück. Jetzt schauen wir uns die Funktion an. Local Function Button aktiviert, nimmt den Buttonnamen, welcher nur Anfang, Zurück, Weiter oder Ende sein kann, holt die aktuelle Stage, falls Leader Stats existieren und Leader Stats Find First Child Current Stage existiert, dann ist die aktuelle Stage LeaderStats.CurrentStage.Value. Falls nicht, ist es minus 1. Wenn die Stage kleiner ist als 0, dann sagen wir Current Stage nicht in den LeaderStats gefunden. Theoretisch könnten wir jetzt noch sagen, ja, vielleicht haben wir die LeaderStats nicht gefunden. Das ist halt die Vulnerability von diesem Script. Deswegen, komm, schreiben wir es einfach mal hier. Wir sagen jetzt hier erstmal so Leerzeichen Local Players ist gleich Game.GetServicePlayers. Dann sagen wir hier Local Spieler ist gleich players.localPlayer. Und jetzt sagen wir, LeaderStats sind gleich Spieler, Doppelpunkt, WaitForChild, LeaderStats. Wenn die LeaderStats nicht gefunden werden, haben wir ein Problem schon so. Aber dann liegt das Problem nicht beim Spieler, sondern beim Server. Jetzt sagen wir, ifButtonName ist gleich Anfang. Dann wird die Stage auf 1 gesetzt. Wenn der ButtonName zurück ist, dann ist das Stage minus 1. Bei Weiter ist es plus 1. Und bei Ende ist es die Max-Stage. Theoretisch könnten wir noch Höchste machen. Fällt mir gerade so ein. Aber lassen wir es erstmal so, wie es ist. Falls nicht, dann warten wir, der ButtonName passt nicht ins Schema Anfang, Zurück, Weiter, Ende. Und am Ende callen wir das Teleport Remote Event Fire Server Stage. Und hier habe ich reingeschrieben, vorher noch mit eigener Max Stage abgleichen und eventuell eine Skip Request. Aber das machen wir gar nicht erst. Das machen wir nämlich alles auf dem Server. Also ich komprimiere das mal so ein bisschen. Zoome hier einmal nach rechts, damit ihr das noch einmal abschreiben könnt. Und jetzt solltet ihr in der Lage sein, das Ding auch genauso nachzuschreiben, wie ich es vor 3 Monaten geschrieben habe. Mit ein paar kleinen Veränderungen natürlich. So, das OPI TP GUI Script ist fertig. Aber es ist noch nicht sicher. Weil wenn wir jetzt reingehen ins Spiel, dann können wir, obwohl wir bei Stage 0 sind, einfach sagen, weiter, 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 weiter. TP mich einfach zur nächsten Stage, bis wir am Ende sind. Dann kann ich nicht mehr weiter drücken. Dann sagt der Teleportation fehlgeschlagen. Vielleicht existiert die Stage nicht. Also schließen wir das jetzt. Gehen wieder zurück zu unserem Spieler Script und gucken uns an, was wir noch auf unserer To-Do-List stehen hatten. Spieler spawnen, haben wir. Zur richtigen Stage teleportieren, haben wir. Tod checken, haben wir noch nicht. Und Remote Events haben wir halbwegs. Das mit dem zur richtigen Stage teleportieren können wir übrigens testen, indem wir mal in den Datenmanager reingehen. Ich habe ja aktuell eingestellt, dass der Datenmanager bei mir vom Studio aus nicht speichern kann. Das heißt, ich starte immer wieder bei 0. Also sage ich jetzt einfach mal, die Current Stage ist 4. Und die Max Stage auch 4. Dann gehe ich auf Play. Ich gehe rein ins Spiel und bin bei Stage 4. Also ich werde bei Stage 4 gespawnt. So wie es auch sein soll. Perfekt. Also stelle ich die wieder auf 1, weil sonst werden die ersten 4 Stages ja von jedem Spieler geskippt. Und wir gehen jetzt mal hier runter, weil hier habe ich eine Menge Zeug noch kommentiert. Zum Beispiel bei Teleport Request vorher Berechtigung prüfen. Und wie prüfen wir die Berechtigung am besten? Einfach mit den Funktionen, die wir schon fertig haben. Local Max Stage ist gleich Obi-Modul Doppelpunkt Get Stage Spieler Max. Dadurch wird dann die Max-Stage von dem Spieler gegettet. Jetzt sagen wir, if Stage-Number ist größer als Max-Stage, then keine Berechtigung. Jetzt könnten wir noch unterscheiden. Möchte der Spieler nur eine Stage nach vorne, also ein Skip-Stage, dann können wir dem Spieler ein Skip-Stage-Developer-Product anbieten. Möchte er bis zum Ende, dann möchte er vielleicht die komplette Obby skippen. Dann können wir ihm Skip-Obby-Developer-Dings-Bums anbieten. Das heißt, wir sagen jetzt, if Stage Number ist gleich Max Stage plus 1, then Spielermodul Doppelpunkt Skip Stage Spieler, else if Stage Number. Und jetzt können wir entweder schreiben, else if es ist noch größer und können dem Spieler dann direkt Skip alles anbieten. Oder wir sagen, Augenblick, der kann doch eigentlich nur die nächste Stage oder die höchste Stage haben. Das heißt, wenn er eine andere Stage anfordert, ist er wahrscheinlich ein Cheater und könnten da dann sozusagen unser Anti-Cheat mit einbinden. Da wäre ich aber immer ein bisschen vorsichtig, weil ihr müsst da wirklich jede Eventualität prüfen, bevor ihr euer Anti-Cheat auf irgendwas loshetzt. Aber ich zeige euch einfach mal, wie das funktionieren würde. Wir sagen jetzt, else if Stage Number ist gleich Hashtag obimodul.stages, then Spielermodul Doppelpunkt Skip to End Spieler. Und jetzt schreiben wir einfach mal else Spielermodul Doppelpunkt Anti-Cheat Spieler. So, jetzt habe ich mir 3 Funktionen ausgedacht, die wir natürlich noch schreiben müssen. Die Funktionen, die schreibe ich hier jetzt erstmal ganz schnell hin. Function Spielermodul Skip Stage Spieler. Print Skip Stage.
Dann kopiere ich mir das ein paar Mal, nehme dann Skip to End, paste das hier auch rein und Anti-Cheat und paste das hier auch einmal rein. Und dann gucken wir, ob alles richtig funktioniert, indem wir wieder auf Play drücken, gehen dann einmal in das Spiel rein und gucken in die Konsole, was da alles steht. Erstmal wird irgendwas required, API-Services unavailable, Daten werden nicht gespeichert, erstmal Spieler wird geaddet, Roblox Conny, Character ist geaddet, Roblox Conny, Teleport zu Stage 0, ist alles tamam, hat funktioniert, weil Stage 0 habe ich ja auch. Und wenn ich jetzt auf Stage 1 gehe, alles tamam, ich bin auf Stage 1. Wenn ich jetzt sage, ich möchte bitte zurück teleportiert werden, sagt er, Teleportation fehlgeschlagen, die Stage existiert nicht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte weiter zu Stage 2, dann hat er mich tatsächlich zu Stage 2 teleportiert, weil wir einen ganz klassischen Anfängerfehler gemacht haben. Und er hat hier gesagt, skip Stage. Wenn ich jetzt zum Ende gehe, sagt er, skip to End. Und wenn ich jetzt hier auf Weiter drücke, sagt er wieder Teleportation fehlgeschlagen. Das heißt, das ist alles richtig verbunden und scheint so zu funktionieren, bis auf den Punkt, dass ich tatsächlich noch teleportiert werde. Deswegen gehe ich einmal auf Stopp. Und das, was man machen muss, ist einfach nur hier hinten noch ein Return hinschreiben. Ich mache aus dem Print-Anti-Cheat mal einen Waren-Anti-Cheat. Wir werden hier erstmal in diese Anti-Cheat-Funktion nichts reinschreiben. Die steht da einfach nur drin, damit ihr es testen könnt und gucken könnt, ob ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr das machen wollt. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr alles möglich machen. Ihr könnt ja euer eigenes Anti-Cheat coden. Ein Video zu einem eigenen Anti-Cheat wird erstmal nicht kommen. Das dauert zu lange. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Aber jetzt kann ich nochmal reingehen. Wir sehen, ich kann mich nicht mehr weiter TP'en. Hier unten steht jetzt überall Teleport Request und dann Skip Stage. Aber Skip Stage ist nicht passiert, weil wir nichts da reingeschrieben haben. Ich kann trotzdem die Stages hier freischalten, kann mich jetzt zurück teleportieren, kann mich vorwärts teleportieren. Das funktioniert. Ich kann mich aber nicht zum Ende teleportieren. Aber das Anti-Cheat schlägt auch nie an. Es sei denn, ich versuche jetzt zu cheaten. Und cheaten kann ich einfach, indem ich hier immer sage, local event ist gleich game.replicate. Teleport-Request. Und dann sage ich Event-File-Server in Klammern. Ich möchte bitte zu Stage 3. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert, wenn ich auf Run-Client drücke. Und er sagt Skip Stage, weil ich eher bei Stage 2 bin. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber zu Stage 4 hingehen und dann Run-Client drücke, dann sagt er Anti-Cheat. Weil das ist etwas, was nicht durch dieses GUI hier passieren kann, sondern nur durch externe Script-Injector, die halt Cheater benutzen. Seid aber vorsichtig, wenn ihr hier hinter wirklich euer Anti-Cheat klatschen wollt, weil es kann ja sein, dass ihr das GUI hier anpasst, irgendwelche anderen Sachen hinzufügt und es dann vielleicht doch möglich ist, sowas zu callen, aber nicht dran gedacht habt, das Anti-Cheat dann anzupassen. Deswegen immer ganz vorsichtig sein bei solchen Sachen. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist ein Plugin, das kostet ein paar Robux, also heißt InCommand von LTOP. Nun kommen wir aber mal zu den interessanten Punkten, und zwar, ihr wollt ja Geld mit eurer Obby verdienen, also brauchen wir auch unsere Skip-Stage-Funktion und das Developer-Product dafür. Um Developer-Product zu handeln, müsstet ihr jetzt eine Menge Zeug in den Datenmanager reinschreiben, die wir beim letzten Mal nicht reingeschrieben haben, weil das hier ist wirklich so der Basic-Aufbau. Möglicherweise habe ich inzwischen ja ein Tutorial zum Datenmanager gemacht und deswegen klicke ich hier auch einmal auf Datenmanager rauf. Der Datenmanager, den wir bis jetzt verwenden, den benenne ich mal um in Datenmanager Backup. Und dann nehmen wir den neuen Datenmanager, den wir in dem Profile-Service-Tutorial gecodet haben, und ich ziehe ihn hier rein. Jetzt können wir uns einmal den Unterschied angucken, weil ich habe hier ein bisschen mehr dazu geschrieben. Bisschen mehr kommentiert. Und falls ihr wissen wollt, wie man encodet, das Video ist jetzt oben rechts auf dem i verlinkt. Falls ihr Kanalmitglieder auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr auch ganz einfach den Datenmanager von meinem Discord-Server herunterladen und dann selbst so einpflanzen, wie ich ihn eingepflanzt habe. Für jeden anderen Fall scroll ich hier gerade mal ein bisschen durch. Hier müsstet ihr dann einmal so, so, scroll ich hier noch ein bisschen runter. Und das ist der ganze Datenmanager. Und das Interessante ist halt wirklich einfach nur diese Section Process Received. Also bauen wir jetzt diesen Datenmanager in unseren Datenmanager um. Dafür gehen wir hier hoch, haben Profile Template, Punkt Einstellung, Statistiken, Cache, bla bla bla. Das nehme ich alles raus aus dem Profile Template. So, weil wir haben in unserem Backup nicht so viel drinstehen. Wir haben hier nur Max Stage und Current Stage. Also nehme ich dieses Profile Template, gehe in den neuen Datenmanager und paste das hier einfach rein. Und in der Funktion Do Something with a Loaded Profile haben wir auch andere Sachen drinstehen, die ich einfach ersetze mit der Do Something with a Loaded Profile Funktion aus unserem Datenmanager. Also kopiere ich die und paste sie in dem neuen Datenmanager einfach rüber. So, und das wär's. Damit haben wir jetzt einen neuen Datenmanager mit mehr Funktionen, der dann auch genauso funktioniert wie unser alter Datenmanager. Wir können es jetzt noch einmal testen, indem wir auf Play gehen und gucken, ob es irgendwo einen Error gibt, weil wir vielleicht irgendwas übersehen haben. So, wir sind drin. Die Daten wurden geladen. Die Leaderstats sind oben da. Es funktioniert alles. Perfekt. Also haben wir jetzt den Datenmanager geupdatet und können nun den interessanten Punkt nachgehen. Und zwar, hier ganz oben haben wir unsere Dev-Products. Und aktuell sind hier nur zwei Platzhalter-Dev-Products drin. Wir erstellen jetzt unser Skip-Stage- und Skip-to-End-Product, indem wir hier oben auf Game-Settings gehen, dann auf Monetization, ein bisschen nach unten scrollen. Und hier habe ich schon aus einem anderen Tutorial 100 Cash kaufen. Ich klicke jetzt einmal auf Create, um ein weiteres Produkt zu erstellen. Gehe dann hier auf die drei Punkte, auf Edit und sage dann Skip
to End ist der Name. Vielleicht mache ich hier schon was rein. Und Skip to End soll ja teuer sein. Sagen wir 500 Robux. Wer direkt zum Ende skippen will, soll er machen. Dann gehen wir hier einmal zurück. Scrollen nochmal runter. Und gehen nochmal auf die drei Punkte. Bei dem anderen gehen auf Edit und dann sagen wir Skip Stage. Und das kostet dann, sagen wir, 7 Robux für Skip Stage. Klicken wir auf Save. Damit ist das Ganze gespeichert. Ich gehe nochmal auf Game Settings, auf Monetization. Dann haben wir hier unsere zwei Products. Hier stehen die Product IDs. Die kann man hier leider so nicht rauskopieren, aber wir können hier raufgehen und Copy ID to Clipboard machen. Und dann auch hier Copy ID to Clipboard. Dann gehen wir wieder in unseren neuen Datenmanager rein und packt hier das einmal hin und hier den anderen hin. Jetzt weiß ich wieder nicht, welches Product welches ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Okay, das hier ist Skip to End. Also schreibe ich das hier auch hin. Und dann haben wir einmal Skip Stage. Skip Stage ist sehr einfach. Wir gehen auf profil.data.maxstage, weil hier haben wir ja Max Stage. Und das ist gleich plus gleich 1. Und Max Stage ist ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir die Max Stage dann wirklich auf die Max Stage packen. Und um das zu machen, muss der Datenmanager überhaupt erstmal wissen, wie viele Stages wir haben. Und hier stoßen wir dann auf ein Problem. Der Datenmanager alleine kann sich hierum nicht kümmern. Also muss der Datenmanager wieder mit dem Obby-Modul sprechen. Wir können aber vom Datenmanager aus nicht das Obby-Modul requiren. Sonst requiren die sich gegenseitig und wir haben ein Infinite Loop. Dementsprechend müssen wir das anders machen. Wir gehen jetzt ins Obby-Modul rein, scrollen einmal nach oben und erstellen uns jetzt ein Event. Local Event nennen wir es einfach, Doppelpunkt, ist ein Bindable Event, ist gleich Instance.new in Anführungsstrichen Bindable Event. Ne, wisst ihr, es macht viel mehr Sinn, wenn wir eine Bindable Function machen. Bindable Function ist gleich Instance.new Bindable Function. Und dann benenne ich das auch so oben. So, Bindable Function, Bindable Function, Bindable Function. Und dann sagen wir Bindable Function.parent ist gleich Script.parent. Und das ist jetzt diese Bindable Function, die ist jetzt dafür da, dass alle möglichen Sachen, die wir hier im Server-Script-Service drin haben, miteinander kommunizieren können. Wenn ihr mehrere solche Functions habt, dann solltet ihr der Variable und vor allem auch der Function an sich einen eindeutigen Namen geben. Ich bin aber gerade nicht so kreativ. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Bindable Function. Punkt onInvoke ist gleich Function Methode, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sage ich jetzt Obby-Modul in eckigen Klammern Methode in geschwungenen Klammern, Punkt, Punkt, Punkt. Und davor schreiben wir noch ein Return. Was ich jetzt hier geschrieben habe, ist einfach nur eine Funktion, die sagt, nimm mein Modul, was auch immer du hier reinschreibst, diese Funktion wird ausgeführt mit den Parametern, die du mitgibst. Das ist also was Gefährliches, worauf wir auf gar keinen Fall jemals einen Spieler Zugriff geben dürftet. In dem Fall ist es sicher, weil das alles nur zwischen Serverscripts passiert. Aber das ist jetzt einfach mal so eine Methode, so eine Allgemeinmethode, wo ihr jetzt alles Mögliche eingebunden habt. Das heißt, ich kann jetzt diese Bindable Function im Datenmanager holen. Local Bindable Function gehört zum Type Bindable Function, ist gleich script.parent Doppelpunkt rate for child in Anführungsstrichen Bindable Function. Da fällt mir gerade ein, ich bin sowas von dumm. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, weil dieses Script hier ausgeführt wird vor dem anderen Script. Also sage ich einfach mal local Bindable Function Doppelpunkt Bindable Function ist gleich nil. Coroutine.ref Function in Klammern while not Bindable Function do task.rate bindable function ist gleich script.parent doppelpunkt find first child bindable function. So wird's funktionieren, weil sonst es ist unser ganzes Script stuck. Als letztes natürlich hier noch zwei Klammern hinter, damit es überhaupt ausgeführt wird. So, jetzt haben wir es auch. Kritisch, aber so. Hat funktioniert. Jetzt gehen wir einmal ins Obby-Modul rein und machen etwas, was wir vorhin schon hätten machen können. Wir fügen hier eine weitere Funktion hin. Function, Obby-Modul, Doppelpunkt, getHighStageNumber. Und das returnt ganz einfach Obby-Modul.Stages und davor dann noch ein Hashtag. Weil wir haben im Spielerscript auch einfach anstatt der HighStageNumber haben wir Hashtag Obby-Modul-Stages gemacht. Jetzt könnten wir Obby-Modul, Doppelpunkt, getHighStageNumber hinschreiben. Das ist zwar mehr Text, aber lässt uns dann auch die Möglichkeit, später im Obby-Modul diese Funktion zu bearbeiten, falls wir dann noch was zu bearbeiten hätten, anstatt das an 30 verschiedenen anderen Stellen zu machen. Jetzt können wir in den Datenmanager gehen, können dann einmal sagen, local highStage ist gleich bindable function Doppelpunkt invoke in Anführungsstrichen getHighStageNumber. If profil.data.maxStage plus 1 ist größer als highStage, then Return End. Das ist ein Problem, weil in dem Fall hat der Spieler Robux ausgegeben für einen Skip Stage, den er gar nicht kriegen kann, weil es gar keine weitere Stage gibt.
Wir müssen auf jeden Fall versuchen, das zu verhindern. Wir schreiben hier mal einen Waren rein. Spieler hat einen Skip-Stage gekauft, obwohl er schon durch war. Das ist sehr, sehr kritisch. Wir können uns dann diese Zeile hier einmal kopieren. Gehen dann auch einmal zu Skip-to-End rein. Sagen hier wieder High Stage. Kopieren uns auch diese Zeile hier, dass wir hier dann einen anderen Check reinhauen. Und zwar, if profil.data.maxStage ist größer gleich Highest Stage, then return hat Skip-to-End gekauft, obwohl er schon durch war. Und das ist auch kritisch. Das darf auch nicht passieren. Aber dann sagen wir am Ende einfach nur, Profil.data.maxStage ist gleich Highest Stage. Und kein Plus ist gleich. Das wäre kritisch. Einfach nur Highest Stage. So. Und damit sind unsere Dev Products hier erstellt. Wir gucken jetzt einmal, ob die funktionieren. Die Dev Products werden aber noch nirgends gecallt. Sie wurden bisher nur erstellt. Das war's. Dafür gehen wir jetzt nochmal wieder zurück zum Spielerscript. Wir sagen dann Skip Stage. Gehen wir hier einfach mal rein. Scrollen ja immer nach oben. Und fügen dann zu der Collection an Services, die wir schon haben, noch einen weiteren Service hin. Local MPS ist gleich Game:GetService:MarketplaceService. Wenn uns das MPS kopieren, gehen einmal runter, bis wir bei Skip Stage sind und sagen dann einmal MPS:PromptProductPurchase. Nehmen den Spieler und dann die Product ID. In dem Fall für Skip Stage scrollen wir nochmal hoch. Diese ID hier ist, die kopieren wir uns hier raus und schreiben sie hier rein. Dasselbe können wir dann auch mal noch bei Skip to End machen. Dafür kopieren wir uns die hier raus und pasten sie hier rein. Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir brauchen noch einen Debounce. Ein Debounce, das haben wir in dem Spiel jetzt schon öfters verwendet. Falls ihr immer noch nicht wisst, was ein Debounce ist, habe ich ein gutes Video über Debounces gemacht. Das ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich meine, wenn ich jetzt hier auf Weiter gehe. Kommt Skip Stage, kostet mich 7 Robux. Ich drücke auf Ja. Ich kaufe es, weil im Roblox Studio könnt ihr das einfach machen. Da steht, das ist ein Test-Purchase. Dein Account wird nicht gecharged. Drücke ich auf OK. Purchase Skip Stage was successful. Aber wir haben einen Error. Oh, attempt to index nil with invoke. Kritisch, kritisch, kritisch. Ich habe einen Fehler gemacht. Und der Fehler war sehr offensichtlich. Ich muss noch mal hier reingehen. Und zur Bindable Function gehen. Hier ein Enter machen. Dann sagen Bindable Function.name ist gleich in Anführungsstrichen Bindable Function. Sonst wird die gar nicht gefunden. Das war so schlimm. Okay. Gut, dass wir immer testen, bevor wir ein Spiel veröffentlichen. Und man muss immer alles testen, weil sonst hat man solche Fehler sonst im endgültigen Spiel. So, ich drücke jetzt nochmal auf Weiter. Kauf mir nochmal Skip Stage. Dann war hier wieder Skip Stage Succeeded und hier steht jetzt Max Stage ist 1. Das heißt, ich kann auf Weiter drücken und kann mich auch zu Stage 1 teleportieren. Wenn ich auf Ende gehe und Skip to End kaufe, kann ich gerne machen. Dann habe ich jetzt Skip Stage 10, das heißt, ich kann mich zum Ende tippen und kann mich jetzt zurück tippen. Das hat alles funktioniert. Dann müsst ihr auf jeden Fall ein Debounce in diese Funktion einbauen, um zu verhindern, dass sie zu oft gecallt werden. Dafür haben wir hier oben ja die Conny Library im Spielerscript und sagen jetzt einfach mal if not Conny Library Doppelpunkt Gatekeeper in Anführungsstrichen Skip Stage Purchase Punkt Punkt Spieler Punkt User ID Komma, sagen wir mal 5 Sekunden, Debounce sollte diese Funktion schon kriegen. Then Return End. Dann wird das hier ausgeführt. Denselben Debounce, den hauen wir dann natürlich auch noch hier rein. Und zuletzt noch ganz wichtig, müsst ihr hier einfügen, einmal den Check, ob die aktuelle Max Stage vom Spieler größer oder gleich die Highest Stage Number ist. Weil wenn das der Fall ist, dann darf auf gar keinen Fall das hier ausgeführt werden. Deswegen, das hier muss hier unbedingt stehen. Und hier ist es nicht 100, hier ist es nicht ganz so wichtig, aber schreibt es einfach nur zur Sicherheit auch hier hin. Damit es nicht möglich ist, dass ein Spieler sich Skip Stage kauft, obwohl er schon die höchste Stage hat. Und am Ende wollen wir ja eigentlich wissen, wenn das jetzt wirklich gekauft wurde und der Spieler die höhere Stage bekommen hat, soll er da auch hin teleportiert werden. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwie noch uns ein Event schreiben, wieder uns hierhin callen, dass wir bitte hierhin teleportiert werden möchten und so weiter. Was wir aber auch machen könnten, ist einfach die fertigen Funktionen nutzen, die wir schon haben. Und zwar im Obby-Modul haben wir die Funktion setStage und der setzt die Current Stage und teleportiert den Spieler optional dahin. Und diese Funktion überschreibt die aktuellen Werte. Das bedeutet, wir können einfach wirklich mit setStage arbeiten. Wir kopieren uns das hier einfach mal, gehen rüber zu unserem Datenmanager, gucken uns nochmal an, was wir hier geschrieben haben. Und hier haben wir sowas geschrieben. Das funktioniert, aber da ist die Teleportation nicht dabei. Deswegen können wir doch einfach stattdessen sagen, das hier kopieren. Bindable Function Invoke. Dann schreiben wir hier setStage. Das nimmt als Argument den Spieler rein. Jetzt haben wir den Spieler nicht, weil wir haben nur das Profil. Aber was wir haben, ist Players. Das bedeutet, wir sagen hier jetzt einfach mal Players, Doppelpunkt, GetPlayer by UserID, Profil.Punkt, UserIDs in eckigen Klammern 1. Weil, wir scrollen mal ein bisschen runter, wenn ein Spieler geaddet wird, wir sagen wir Profil, Doppelpunkt, Add UserID und dann einfach die Spieler-UserID. Das bedeutet, die UserID vom Spieler befindet sich im Folder UserIDs und da wird das Profil nur für den einen Spieler erstellen. Das ist immer um Platz 1. Wenn ihr jetzt ein System habt, wo mehrere Spieler sich ein Profil teilen, geht das nicht. So geht das aber schon. Als nächstes Argument nimmt es natürlich noch die Stage-Number und dafür sagen wir dann einfach
profil.data.maxstage plus 1 und am Ende schreiben wir Komma teleport soll true sein. Wir können uns das hier wegmachen, können das hier jetzt wieder alles kopieren, können das hier übrigens auch wegmachen, pasten uns das hier nochmal hin und schreiben hier jetzt nicht profil.data.maxstage plus 1, sondern einfach nur High Stage und können uns das hier auch wieder wegmachen. Und dann sollte das funktionieren. Wir haben jetzt immer noch das Problem, ja, was denn, wenn wir den Spieler jetzt nicht getten? Dann errort die Funktion. Und was passiert, wenn die Funktion errort? Nehmen wir mal runter. Dann wird das ganze Ding beim nächsten Join des Spielers nochmal ausgeführt. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert, indem wir wieder auf Play gehen. Gehen ins Spiel rein, haben unseren Spaß, gehen auf Stage 1. Also haben wir Stage 1. Ich schaffe es aber nicht zu Stage 2. Ich falle immer runter. Nein! Also drücke ich jetzt hier auf Weiter, kaufe mir den Skip Stage, aber es hat nicht funktioniert. Und ich weiß auch warum. Ich gebe Self nicht mit. Einen Augenblick. Wir müssen noch einmal ins Obby-Modul ins hier reingehen und als erstes Argument Obby-Modul mitliefern und dann ein Komma und dann Punkt, Punkt, Punkt. Weil ich arbeite immer mit Self und Self können wir so nicht callen. Also müsst ihr das hier so schreiben. Sorry. Okay, wir gehen jetzt nochmal auf Play. Aber Leute, dafür immer testen, weil sonst passieren solche Fehler. Ich gehe auf Weiter, ich möchte Skip Stage und ich wurde hinteleportiert. Okay, ich klicke jetzt nochmal auf Skip Stage kaufen. Er sagt Skip Stage und ich wurde hinteleportiert. Übrigens, macht euch keine Gedanken, wenn hier sowas steht, dass die Received ID already is being processed. Das liegt einfach an Roblox. Da ist dann nichts broken. So, ich möchte jetzt mal zum Ende mich teleportieren, also kaufe ich mir Skip to End. Und ich wurde bis zum Ende teleportiert. Es funktioniert alles einwandfrei. Diese Prints hier, die kommen einfach nur, weil Profile Service öfters versucht, nochmal die Received IDs zu bearbeiten, nur für den Fall, dass was failt. Und dann kommt halt dieser Error zurück, weil sie schon bearbeitet wird. Ist eigentlich kein großes Ding. So, wir haben jetzt endlich Skip Stage integriert. Es war schon ein Aufwand. Ich gehe jetzt mal hier noch rein. Den Datenmanager Backup können wir löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt Spieler spawnen, zur richtigen Stage teleportieren. Remote Events haben wir jetzt auch. Das letzte, was noch fehlt, ist Tod checken. Wir müssen jetzt nur noch checken, wenn der Spieler runterfällt, dass er nicht so lange fällt und direkt wieder hoch teleportiert wird. In schöner Weise haben wir hier schon den Run-Service im Spieler-Script drin. Und der Server soll einfach jeden Spieler jederzeit beobachten. Dafür haben wir hier zum Glück schon eine Liste Spielermodul.Characters und müssen jetzt nur noch durch diese Characters durchloopen. Dafür gehen wir mal hier unten. Hier haben wir den Falldistanz-Checker. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal Function Spielermodul.Falldistanz checken und loopen jetzt einmal durch alle Spieler durch vor unterstrich Komma Character in self.characters. Ich scroll mal hoch, um zu gucken, ob das so stimmt. Genau, Characters. Do. War wichtig, hier ein Doppelpunkt und kein Punkt. Habe ich gerade den Fehler gemacht. Immer auf solche Kleinigkeiten achten. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, sagen wir jetzt noch coroutine.wrap function und hier hinten natürlich Klammer auf Klammer zu. Und in der Function holen wir uns jetzt erstmal local prime Mary part ist gleich character.primaryPart. If not primary part, then return end. Und dasselbe schreiben wir am besten auch noch für den Character, damit wir einfach keine Errors bekommen. Jetzt haben wir hier im Obby-Modul uns schon was vorbereitet, und zwar lowest part position of stage für den Spieler. Also kopieren wir uns das Ganze mal, pasten es hier einmal rein, machen das Player weg und müssen uns natürlich dann noch den Spieler holen. Das bedeutet local Spieler ist gleich players Doppelpunkt get Player from Character. Character. Und wir kopieren uns das nochmal und schreiben noch einmal if not Spieler, then return end. Und wir sagen jetzt local lowest part position ist gleich genau das hier. Und jetzt haben wir die Position des niedrigsten Parts in der Stage und die Position unseres Spielers. Und jetzt könnten wir theoretisch was machen, was wir jetzt noch nicht machen sollten. If prime.position.y ist kleiner als lowestPartPosition.y, then obbymodul Doppelpunkt teleport Spieler, obbymodul.spieler.currentStage. Also warum das so ein bisschen kritisch ist, werden wir sehen, sobald ich diese Funktion hier jetzt noch connecte. Und dafür nehme ich einmal das hier rauskopieren. Ich würde sagen, wir connecten das hier dazwischen und sagen dann einmal run.heartbeat Doppelpunkt connect function. Dann pasten wir das hier einfach mal rein. Und dann wird zu jedem Heartbeat, also jeder Frame, nachdem die Physik berechnet wurde für diesen Frame, diese Funktion hier ausgeführt. Für jeden einzelnen Charakter. Das bedeutet, das ist ziemlich rechenintensiv für den Server. Einen Augenblick, warum habe ich hier Punkt Y gemacht? Das ist ja nicht Position, sondern hier habe ich schon den Y-Wert genommen. Und ich muss natürlich noch den Spieler hier richtig indexen. Ich bin ein Idiot. Spieler, so. Und dann ist Punkt Current Stage, so. Jetzt haben wir das aber. Also, hier kein Y und hier muss der Spieler noch rein. Dann werden wir immer rüber tp't. Wenn ich jetzt auf Play gehe, wird das alles einwandfrei funktionieren. Ich kann hier einfach rüberspringen, mach meine Obby, hab meinen Spaß. Es funktioniert alles, bis ich dann mal runterfalle, weil dann werde ich sofort wieder hoch tp't. Das ist zwar sehr schön, aber was ist, wenn der Spieler ein bisschen laggt? Wenn der Spieler ein bisschen laggt,
dann kann es ja sein, dass der Server ganz kurz denkt, der Spieler ist unterhalb des niedrigsten Blocks der Stage. Und wenn das passiert, dann wird er zurück zum Anfang teleportiert. Deswegen fügen wir da noch eine Fehlermargin hinzu. Deswegen sagen wir hier Lost Part Position minus Max Falldistanz. So, und diese maximale Falldistanz, die legen wir hier oben bei unseren Variablen einfach mal fest. Ich würde sie hier festlegen. Local Max Falldistanz ist gleich 10 Parts. Jetzt haben wir nämlich noch das nächste Problem. Wir haben eine Funktion geschrieben, die in der Lage ist, zu sagen, welches ist das niedrigste Part zwischen dem Anfang und dem Endspawn. Aber es guckt nicht die Parts in der Mitte an. Das heißt, wenn wir jetzt sowas hier haben, ich weiß gar nicht, ob man das hier überhaupt erspringen kann. Naja, ich mache es einfach noch ein bisschen tiefer. So, ich mache es so tief, damit wir sicher gehen können. Und wenn ich jetzt hier reingehe und da runterspringe, was ich ja soll, um in der Stage weiterzukommen, dann würde ich wieder hochtippet. Dadurch hat die Obby auf jeden Fall einen Fehler. Es könnte sein, dass hier unten ein Trampolin ist und ihr dann hochspringen wollt. Deswegen müsst ihr entweder diese maximale Falldistanz noch ein bisschen höher stellen, sagen wir mal auf 20 Blöcke, was auch gut genug ist. Oder wir müssen tatsächlich diese Funktion hier nochmal verbessern und nicht nur den Next Stage und die Last Stage nehmen, sondern auch noch alle Parts, die sich zwischen der letzten Stage und der nächsten Stage und der aktuellen Stage befinden. Weil wir haben die Funktion so gemacht, dass man auch zurückgehen kann. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder auf 0 packe und die Sachen hier wieder so mache, dann haben wir ja schon durch diesen Block ein Problem. Ich wurde wieder zurück teleportiert. Ich gehe mal auf Next Stage, tippe mich einfach mal rüber, so gekauft, wunderbar, hat Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt vorwärts gehe, funktioniert so, einwandfrei. Und ich kann auch wieder rückwärts gehen. Daran haben wir gedacht, dass man rückwärts laufen kann. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass es Parts gibt, die noch niedriger sind. Und das funktioniert dann nicht mehr. Ich stelle das ja wieder auf 20 Stats, schiebe den Part wieder hoch. Und wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Weil ihr habt jetzt schon echt viel gemacht. Wir haben unser TP-GUI gemacht. Wir haben eingestellt, dass Dev-Products gekauft werden, wenn man sich hin und her teleportieren will. Das heißt, euer Spiel ist monetarisiert. Wir haben unseren Falldistanz-Checker eingebaut und ich sage euch eine Sache, das auf Heartbeat zu packen, ist sehr rechenintensiv. Wenn euer Spiel zu voll wird und ihr merkt, okay, es wird langsam schwierig mit der Performance des Servers, dann müsst ihr das vielleicht vom Heartbeat wegnehmen und stattdessen einen ganz normalen Loop machen, der jede Sekunde checkt. Das könnt ihr ja auch machen. Ihr könnt genauso gut hier auch einfach eine coroutine.rap Function machen, dann ein while task.rate1do und dann den hier machen. Dann könnt ihr das hier wegnehmen und euer Spiel ist performant. Das könnt ihr auch machen. Ich lasse mal beides hier einfach stehen. Ich kommentiere das hier einfach mal aus, damit ihr, wenn ihr euch den Code runterladet, einfach die Wahl habt. Weil diesen ganzen Code, den wir hier bis jetzt haben, den könnt ihr natürlich auch einfach herunterladen. Ich mache jetzt aber hier erstmal einen Haken ran. Und damit werden wir jetzt erstmal fertig. Die nächste Aufgabe, die ihr habt, ist es eigentlich nur noch, eine schöne Obby hier rauszubauen. Wir könnten vielleicht fürs nächste Mal, wenn ihr das so wollt, und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr halt wieder 300 Likes schaffen. Aber nächstes Mal werde ich dann auch besser vorbereitet sein, weil die Sachen fürs nächste Mal sind einfach nur Extras, die wir hinzufügen können, ohne sie richtig integrieren zu müssen. Dafür schreibe ich hier einfach mal ein To-Do fürs nächste Mal auf. Kill Parts können wir machen. Trampoline und bewegliche Stages. Das wäre eine gute To-Do-Liste, die man noch zu seiner Obby hinzufügen kann, um die Obby halt besser zu machen. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr die 300 Likes wieder schaffen. Und schreibt mir dann auch bitte in die Kommentare, wenn ihr die 300 Likes geschafft habt, damit ich Bescheid weiß, dass ihr sie geschafft habt. Weil sonst könnte es sein, dass ich es nicht mitbekomme. Diesmal habe ich es von mir aus mitbekommen. Aber ihr werdet das Video wahrscheinlich trotzdem erst 3 Wochen später sehen, weil ich meine Roblox-Studio-Tutorials immer sehr lang vorproduziere. Und das Video hier schon echt ziemlich lange aufnehme. Das heißt, schneiden wird auch anstrengend. Wenn ihr den Code, den ich bis jetzt habe, einfach runterladen wollt, dann werdet auch Mitglieder auf meinem Kanal, Mitglieder Tier 2 oder Tier 3, können sich den Code einfach auf Discord bei mir in einem Channel herunterladen. Das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!